Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 357 von Simotrans mit dem Pack 128 German. Ja, wir haben hier Züge auf dieser Route hier, die wir jetzt kleiner machen wollen. Da sind wir schon ganz stark dran und ich glaube, es sind nur noch drei auf dieser Route, wenn mich nicht alles täuscht. Und der Postzug halt. Der Postzug wird wahrscheinlich immer da drauf fahren müssen, aber leider habe ich die Route jetzt schon verkleinert. Oder habe ich sie doch nicht? Müssen wir dann nachher gucken, wenn der Postzug alleine nur noch drauf ist, was wir dann machen. Ne? Ich sag mal, nach dem Intro schauen wir uns das dann an, wie wir da weiterkommen. Ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal loslegen. Ja, hier sind jetzt ganz viele drin. Wer ist das und wo ist der? Der ist da. Der kommt jetzt sozusagen von den Industrien rübergefahren. Ja, ich weiß jetzt nicht so genau. Also die größten, der längste von diesen Zügen war wahrscheinlich dieser hier. Und den würde ich jetzt tatsächlich, war der momentan da oben am sinnigsten, den einzusetzen. Da müssen wir aber erst eine neue Linie machen, die hier von diesem Bahnhof nach da oben geht, ne? Da gehen wir hier hin. Neue Linie. Von da nach da. Und die ganze Geschichte heißt Personenzug Altenau. Und das hier zwischen ist Südostwald. Gut, das passt. Können wir schließen und er kriegt jetzt hier den Fahrplan dafür. Ne, andersrum, noch da, Altenau, Südostwald. Und der fährt jetzt da lang. Kurz gucken. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus, dass er da jetzt lang fährt. Das ist ja fast seine Route. Ist nur die Frage, wo er die anderen rauslässt, die jetzt nicht irgendwo hin wollen. Südostwald? Ne, die wollen alle nach Südostwald. Okay, dann geht's ja, ne? Die Geschichte mach mal zu. Der hier ist voll geladen. Ist noch einer auf der Ursprungsroute, ne? Ist aber nur ein kleiner. Da sind jetzt nur noch zwei drauf, ne? Und die haben jetzt auch zu tun. Und er ist jetzt wo? Ah, kurz vor dem Halt da. Ist die Frage, wie wir stehen denn da? Oh, da stehen nur noch 1800. Aber die wollen auch alle zum Getreidehof und keiner will hier irgendwo hin. Das heißt, der fährt jetzt leer durch die Gegend wahrscheinlich. Naja, 900 sind dabei. Jetzt weiß ich aber nicht, wie viel da kommen werden. Keine Ahnung, wo die alle hin müssen. Altenau ist eigentlich in die Richtung da oben, ne? Und Südostwald ist ja jetzt nicht bei. Über Chemiewerk geht das da, okay. Keine Ahnung, wo Römerstraße ist und Ostwald ist. Naja. Jetzt ist auch alles weg. Die sind da alle eingestiegen. Ja, ich glaube, wir müssen die Linie erst zu Ende machen und dann weiter gucken, wie es ist. Aber ich glaube, wir können jetzt hier mittendrin tatsächlich überlegen. Ach so, das ist ja hier unten, glaube ich, ne? Ja. Die neuen Passagiere warten auf freie Strecke. Aber jetzt fährt er auch wieder. Machen wir mal kurz einmal schneller. So, wie wir steigen denn ein? Der ist durchgefahren, oder? Oder er hat in der Mitte wieder angehalten, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Friedenburg. Ja, die fahren über Südostwald. Dann hat er doch mittendrin angehalten und sind tatsächlich neun ein- und ausgestiegen. Jetzt ist niemand drin. Und da ist auch niemand drin. Ja, ich glaube, da müssen wir definitiv nochmal nachher dran arbeiten. Mit Fahrzeuglängen und sowas, wie viel da reinpassen. Ja, der fährt jetzt relativ viele Miese natürlich auch ein, ne? Ist halt gerade so. Hier ist auch ein UU-Zug, ne? Auch sehr schön, ne?
Ja, dann heißt der jetzt so. So, und dann müssen wir weiter gucken. Jetzt müssten wir hier einen haben, der von da nach da fährt, ne? Ja, komm, ist egal. Machen wir gerade nicht laden. Ziehen da wieder eine neue Linie auf, die da heißt Personenzug Südostwald. Wie hieß das da unten? Kraftwerk? KKW nennen wir das. Kohlekraftwerk. Brauchen dann einen Halt hier und einen Halt da. Und können dann das da abschließen und er darf da drauf fahren. Ne, die Linie ändern wollte ich nicht. Ich wollte sie aussuchen hier. Ich hoffe, das war jetzt nicht Linie 169, sondern Personenzug. Ich hoffe, das hat er übernommen. Personenzug. Südostwald war das. Ja, wahrscheinlich ist es die obere da, ne? Da hat es mit dem Namen nicht so geklappt, ne? Südostwald. KKW. Okay, da haben wir jetzt noch einen kleinen Tippfehler drin. Super. So, jetzt haben wir es aber geschafft, ne? Und jetzt darf er auch fahren. Und Fahrziel, und das ist das Richtige, ja. So, das bedeutet wiederum diese Linie. Müssen wir wieder einkürzen. Fahrplan. Altenau Stahlwerk kann eigentlich weg. Südostwald kann auch weg. Kohlekraftwerk muss er noch hinfahren. Das sieht erstmal soweit gut aus, oder? Aber hier unten, der muss da auch nicht mehr hinfahren. Da muss er auch nicht mehr hinfahren. Da muss er auch nicht mehr hinfahren. Kohlekraftwerk muss er noch hinfahren. Aber einmal kann er da wegmachen, weil die ja, ne? Und das müssen wir dann gucken. Raffinerie kommt da, fährt zum Kohlekraftwerk dann wieder. Ja, das ist erstmal so richtig. Okay. Dann ist auf der Linie, warte mal, die können wir jetzt, glaube ich, Fahrzeugliste, ist nur noch einer drauf und der Postzug. Okay, das bleibt dann erstmal noch. Das bedeutet aber jetzt, dass wir hier Kohlekraftwerk, Raffinerie als nächstes machen müssen, ne? Personenzug, KKW, oh, ja, da muss ich mal gucken, ist das nur Raffinerie? Ja, ne? Ja, machen wir, das reicht. Na, da sollte noch Minus zwischen. So passt es. Und dann den halt dahin. Und den halt dahin. Dann ist das fertig. So, und dann müssen wir gucken, dass wir da einen Zug hinkriegen. Wo ist er denn jetzt hier? Okay, der ist da. Jetzt müssen wir zum Depot da hoch, weil dafür müssen wir jetzt einen neuen Zug haben. Und ich habe keine Ahnung, wie groß der idealerweise ist, ne? Dieser hier eigentlich, oder? Aha. Wie viel kann er jetzt? Kapazität 123. Wir machen noch einen dazwischen. Und dann. Also, dann geht nochmal ein neuer. Ne, das wollen wir dann nicht. Gibt es da auch ein Endstück? Wahrscheinlich nicht, dann. Höchstgeschwindigkeit. Wo ist denn der Endwagen?
Hier ist kein Endwagen. Da muss auch ein Endwagen sein, oder? Ach, das ist... Nee. Doch, das ist gar nicht der hier, den ich meinte. Ich habe gedacht, der wäre das. Okay, dann muss da natürlich noch eine Lok dran, ne? Nee, muss nicht, sonst würde ja keine doch Höchstgeschwindigkeit steht da. Aber hier Leistung 2600 kW, dann ist das schon zu Ende, oder was? Das ist jetzt komisch. Irgendwie fehlt mir der Zug am Ende jetzt. Hier muss doch auch so eine Spitze sein, oder? Komisch. Ne, Waggons ist ja falsch. Personenzüge. Oder ist der auf der anderen Seite hier irgendwo zu finden? Aber die sind alle rot, ne? Das bedeutet, da ist keiner von dabei. Irgendwie gefällt mir das gerade nicht. Der hat hier 57, aber das ist Elektrotraktion. Und der hat hier Leistung 1300. Der hat hier auch nochmal 1300 Leistung. Der hat keine. Das sind Waggon mit Stromabnehmer. Flirtwaggon. Ach, das ist der Schluss hier. Sehr interessant. Sieht man nur nicht so richtig, ne? Dann ist es so, oder? 246 passt. Kein Fahrplan vorhanden, dann machen wir einen. PZ war das, ne? KKW gegen Raffinerie, da ist es. Und starten. Und dann machen wir nicht noch einen, weil wir erst die Linie machen müssen. So, neue Linie nennt sich dann Personenzug. Ne, Raffinerie. Aber der als nächstes kommt, weiß ich jetzt nicht. Schade, ne? Boah, jetzt muss ich gucken, dass ich da schnell hinkomme. Raffinerie Ölfeld ist das nächste dann. Ja. Ölfeld. Schuss. Passt. Also die Halte müssen wir noch einfügen, sonst funktioniert das nicht, ne? Da. Und da. Gut, erledigt. Und der, der und der. Sind auch so viele dann. Und dann kriegt er hier noch die Linie. Ne, KKW, ne, das wollen wir nicht. Wir werden ja gerade eine neue ausgelobt. Personenzug ist Raffinerie, Ölfeld. Da. Und starten. Und dann haben wir da wieder einen, der da weiterfährt. Gut, das heißt, hier müssen wir an den Fahrplan dran. Ich hoffe, ich habe das immer falsch gemacht hier wahrscheinlich, ne? Linie ändern. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich die ganze Zeit hier fabriziert habe. So, wir müssen hier auf jeden Fall was rausnehmen. Kohlekraftwerk kann weg. Raffinerie kann weg. Ölfeld hat man gerade schon gemacht, kann also weg. Tierfutter. Ölfeld hat man, das heißt, der kann auch weg. Ölfeld, Tierfutter, Geflügel, Tierfutter. Ja, das müsste jetzt so passend sein erstmal. Gut. Der fährt da leer durch die Gegend, wie alle anderen wahrscheinlich auch. Aber das werden wir mit der Zeit schon hinkriegen, denke ich mal. Aber ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.